Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Wir müssen darüber. Alright. Mit dir. Geschafft. Ja. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Okay, Garrus. Garrus, Sie reparieren. Mach ich. Bereit? Jetzt liegt's an uns. Ja, Commander. Oh, ich hab nicht die. Macht ruhig die Klappen auf. Schade. Wie gehen die Reparaturen voran? Ich arbeite so schnell ich kann. Das ist peinlich, Jungs. Anscheinend waren da welche. Super. Gut gemacht. Geschafft. Shepard, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Ja, aber sowas von. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig. Wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Warten Sie auf mein Signal. Beginnen Sie mit der Evakuierung am Befehlsterminal. Verstanden. Die Evakuierung läuft. Ist sonst noch etwas? Danke, Dr. Coe. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Immer gern. Irgendein Gift, speziell für Turianer. Interessant. Natürlich, Verstärkung kann man immer gebrauchen. Shepard, hier drin! Hä? Oh, sieht doch ganz gut aus. Er wird schon schaffen. Shepard, hier drin. Okay. Was wollen Sie in Jacob? Shepard, hier drin. Tja. Du sagst ja nichts, also. Alright. Schießen Sie ein Loch und dann starten Sie Shuttle 1. Shuttle
Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Oh. Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört. Cerberus-Truppen sind... Oh, fuck. Bringen Sie die Leute hier weg. Ja, nee, warum auch nicht? Noch was? Shepard, die Shuttles sind beladen. Wir brauchen sie in der Landezone, um den Start zu sichern. Alright. Treffen uns dort. Beeilung! Sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Gehen Sie voraus. Alright. Jacob, rauf mit der Haupttür! Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Es geht los! Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Alright, alright. Ihr wollt es auf die harte Tour, hier habt ihr sie. Also wird wahrscheinlich doch wieder ein Atlas kommen. Feindliche Shuttles auf beiden Seiten. Schalten Sie den Schildgenerator im Visier. Ich würde sagen, Servus hat nicht wirklich eine Chance gegen uns. Schön. Super. Oh. Jacob, halten Sie durch. Wir räumen. War ja klar. Stirb. Wimmelt es hier noch von denen, ne? Die hat nicht die noch einer Chance, guter Jacob. Okay, wo kommen die plötzlich alle her? Wow! Das war mal wieder haarscharf, was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühl mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Passen Sie gut auf sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar. Prima. Melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Einmal doch.
Hackett hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer, passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familien. Auch er ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Cole abzujagen, ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard Ender. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Mann, was soll der denn schon wieder? Shepard, freut mich, dass Sie sich melden. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen. Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turianer und Kroganer zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Dem Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist das? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tegel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kyle Lang war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Lang ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson Ende. Wow, wir sind voll. Ja, ich glaube, den Multiplayer muss ich nicht mehr so machen. Also, wir sind schon sehr stark geworden. Ich hatte gedacht, du hättest mehr Verständnis für jemanden, der zu Cerberus geht. Aliens waren doch noch widerlich. Ja, ich habe. Commander, Dr. Chatwars lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Oh Mann. Warum will jeder mit uns reden? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mal ein bisschen Zeit außerhalb der Normandie zu verbringen, wobei ich nicht an etwas Bestimmtes denke. Vielleicht treffen wir uns in ihrem Apartment und entscheiden dann. Och, du Scheiße. Wenn wir das nächste Mal in ihrem tollen neuen Apartment Zeit totschlagen wollen, sagen Sie Bescheid. Es gibt etwas, was ich Ihnen gerne zeigen würde. Okay. Und es gibt diesmal keine toten Waffenhändler. Warum wollen jetzt alle dorthin? Ein Gebot erhalten, dass ich gerne mit ihm sprechen würde. Treffen Sie mich vor dem Casino am hinteren Ende dieses sogenannten Silver Sunstrip, der mit Silber oder Sonne nicht das geringste zu tun hat. Primitive sind doof. Nett. Oh mein Gott, warum wollen jetzt alle mit mir reden? Ach ja, wir sind ja schon dort. Kurdeck dann. Jut, mit Chakpas reden wir noch und dann ist erstmal wieder Schluss. Ja, wer ist das? Was ist los, Vakarian? Haben Sie Schiss? Ich weiß nicht mal, was das ist. Nur, dass jeder in der Galaxie davon abrät, das Zeug zu probieren. Aber falls Sie vermuten, ich hätte Angst, fangen wir an, Vega. Alter vor Weisheit. Oh. Okay. Als ich bei C-Sicherheit war, habe ich einen batarianischen Spionagering gesprengt, der ein Ratsmitglied töten wollte. Ich bin auf Omega gegen ein Dutzend wütender Batarianer angetreten, ganz allein. Einen von ihnen habe ich als Landekissen für einen Sprung aus dem dritten Stock benutzt. Meins war nur zum Aufwärmen. Ich wollte sehen, was sie haben. Also, ich habe diesen Typen aufgespürt. Er hieß Saren. Ich habe ihn vor 3 Jahren daran gehindert, eine Geth-Armee aufzustellen und die Reaper auf uns loszulassen. Das zählt nicht. Das haben sie zusammen mit Shepard gemacht. Stimmt. Ich war bei Shepard. Von Anfang an. Das bedeutet nur, dass sie alt sind.
Heißt das, dass ich auch alt bin, also? Hey, Commander. Ich bin froh, dass Jacob den Unbekannten durchschaut hat. Wenigstens haben nicht alle bei Cerberus den Verstand verloren. Wir können ihn bei diesem Kampf brauchen. Yep. Ah, na gut. Wir wollten noch Chakwas hier unten treffen. Ach, das ja. Kann ich mit Ihnen reden? Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen? Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigills verbessern. Oh, nett. Das klingt doch schön. Sie glauben immer noch, Sie können dieses Ding gewinnen, was? Ich kann das den ganzen Tag lang haben, Gesicht. Witzig, dass Sie das erwähnen. Schon mal den Namen Archangel gehört? Könnte sein. Natürlich haben Sie das. Ich bin Archangel. Könnte sein, dass ich das auch schon mal gehört habe. Dann haben Sie ja vielleicht auch gehört, dass die Verbrechensrate auf Omega einige Monate lang ziemlich niedrig war, weil Archangel ein bisschen durchgeputzt hat. Sie hatten also einen Reinigungsservice auf Omega. Ich habe auf Fehl Prime zwei Heuschrecken entdeckt und musste sie ganz allein töten. Zwei Wurmhälse? Das ist ja fast beeindruckend. Das ist noch nicht alles. Sie haben ein Ei zurückgelassen. Das Vieh ist geschlüpft, ich habe es trainiert und kann es jetzt fliegen. Ja, ja. Haben die Allianz bei sich so einen Mist auszudenken oder sind sie selbst draufgekommen? Das ist eine Gabe. Und kommt noch irgendwas? Na gut, ich mach dann eine Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.